NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Inke aus Trochtersen fragt, Oma Rosi, hast du eigentlich manchmal den Herbstblues? Allerdings. Hm. Jedes Jahr um diese Zeit, wenn dir der Regen waagerecht in die Fresse peitscht und der Wind dir unter die Augenlider fährt. Dann ist es ein cooler Eisberg wert. Ach, ein Sommer. Ja. In diesen dunklen, kühlen, menschenunfreundlichen Tagen gehen meine Gedanken an den kleinen Prinz George von England, der in seinen 5. Herbst geht und noch nicht einmal in seinem Leben eine lange Hose anhaben durfte. Oma, das kann doch gar nicht. Ja, das ist leichter, ein Foto von einem lebenden Riesenkalmar zu kriegen, ja, als ein Bild, auf dem Prinz George mal eine lange Hose anhat. Ja, aber einmal in Skiurlaub in den französischen Alpen. Da hat er einen Skianzug an. Aber Internet-Experten des britischen Guardian sind sich sicher, dass dieses seltene zeitgeschichtliche Dokument ein platter Fake ist. Ein ehemaliger Butler behauptet sogar, Oma, jetzt lass doch mal. Nee, Leute, wenn ihr mit euren Gören mal eine halbe Stunde Waldspaziergang macht, mit Schlupfmützen, Fließjacken, Matschhose über der normalen, Gore-Tex-Boots mit 30 Meter Wassersäule und Teddyfutter, Thermotech-Fäustlinge mit nachhaltiger Hybrid-Isolation, fuck you, honey. Aber und hinterher bei einem heißen Apfelstrudel mit Sahne sitzt, weil der Kleine ja schon ganz rote Wangen hat und so tapfer mitgelaufen ist, dann denkt doch einmal an den kleinen George, der an diesem Wochenende wieder mit klappernden Knien irgendwo auf dem zugigen Militärflughafen im Abluftstrahl eines Transporthubschraubers steht. Schämt euch! Oma, da kannst du das so nicht sagen. Nein, Omi macht nur Spaß. TFG, Trousers für George.